Astragon. So, ja, ich musste schnell die Musik leiser machen, denn sonst würdet ihr mich nicht verstehen, auch wenn die Musik wunderschön ist. Ja, diese Musik, sie spielt einem traurige als auch wunderschöne Momente vor den Augen ab. Sie lässt einen in Träume verfallen. Aber leider können wir jetzt nicht 15 Minuten lang nur der Musik lauschen, sondern ich möchte auch euch etwas hierüber erzählen, über Black Sails. Und zwar, ich hoffe, ich bin jetzt auch wirklich gut zu hören. Black Sails ist ein Point-and-Click-Adventure und somit auch mein nächstes Projekt. Einige werden jetzt wahrscheinlich sehr schockiert sein. Ja, es ist etwas Neues. Ich wollte auch schon seit langem ein Point-and-Click-Adventure spielen. Ich glaube, seitdem ich Trashless Money gefunden habe, entdeckt habe. Und ihr Geheimagenton Guska ist eigentlich daran schuld, dass ich jetzt ein Point-and-Click-Adventure spielen will. Ja, beschwert euch bei ihr. Nee, es ist wirklich ein tolles Spiel. Ich habe schon ein paar Szenen gesehen und die waren echt cool. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Ich werde noch ein drittes Projekt starten und zwar werde ich ein Spiel von euch da, von euren Vorschlägen da rauspicken unter diesem vier Video. Waren coole Spiele dabei, aber mein zweites Projekt wird jetzt dieses Spiel. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Gibt es sonst noch etwas zu sagen? Ich glaube nicht. Wir fangen jetzt einfach an mit dem neuen Spiel. Es war der 4. Januar 1884. Mein Schiff war unterwegs von New York nach Portugal, als es zu der Kollision kam. Auf einmal ging alles unglaublich schnell. Im Wasser wieder, zusammen mit einem anderen Passagier. Wir klammerten uns an ein Stück Holz, aber unsere Kräfte ließen nach. Doch plötzlich wurde die See still. Totenstill. Vor uns im Nebel sehen wir ein Segelschiff. Niemand antwortet unseren Rufen. Doch wir müssen einen Weg an Bord finden. Wird dieses Schiff unsere Rettung sein? Oder unser Grab? Das werden wir bald herausfinden, Süße. Ja, das werden wir bald herausfinden. Okay, wir hatten eine Koalition mit einem anderen Schiff und sind jetzt mit jemand anderem auf diesem Schiff gelandet. Also haben uns hierauf gerettet. Naja. Es sieht schon verdammt unheimlich aus. Ich habe auch extra die Bildschirmhelligkeit etwas hochgeschraubt, kann ich an dieser Stelle sagen. Vielleicht sollte ich sie etwas runterschrauben, denn das sieht alles viel zu hell aus. Aber dazu kommen wir später. Komm hoch! Verdammte Sturm! Wo sind wir? Das scheint die Kapitänskajüte zu sein. Aber wie sieht es denn hier aus? Hallo? Was haben Sie vor? Es kann ja nicht schaden, wenn wir uns erstmal etwas umsehen. Nicht schlecht. Hey, was machen Sie da? Reg dich nicht so auf. Wie bitte? Solange wir die Besatzung nicht kennengelernt haben, sollten wir für alles bereit sein. Sie können doch nicht einfach irgendwelche Sachen mitgehen lassen. Mal nicht so förmlich. Sag Lex zu mir. Lex, ich bin Anna. Siehst du? Geht doch. Wir sollten jetzt... Vergiss erstmal das Wir, ja? Tu, was du willst, aber lass mich damit in Ruhe.
Schon bemerkt, dass das alles uns beide gleichermaßen betrifft? Schon bemerkt, dass du mir auf die Nerven gehst? Bedenke, dass dein Verhalten in Gesprächen einen nachhaltigen Einfluss auf die Reaktion anderer Personen im Spiel hat. Alles klar, das ist super. Gut, wie antworten wir denn jetzt? Wenn du dich genauso dämlich verhältst, wie deine Manieren es versprechen, haben wir ein echtes Problem. Wir sollten sehen, dass wir miteinander auskommen. Es war für uns beide anstrengend, aber wir werden schon klarkommen. Miteinander ist immer gut. Wir sollten sehen, dass wir miteinander auskommen. Wenn du meinst. Ich bin bisher immer ganz gut allein zurechtgekommen. Aha, nicht viele Freunde, wa? Dann tu, was du willst. Es wird leichter für uns, wenn wir uns zusammenarbeiten. Komm, vielleicht schaffen wir es, ihn zu überreden. Es wird leichter für uns, wenn wir zusammenarbeiten. Abwarten. Ich kann mich nicht erinnern, dich während der Überfahrt gesehen zu haben. Warum ist unser Schiff so schnell gesunken? Aha, Schreibfehler. Was ist das hier für ein Schiff? Wohin warst du eigentlich unterwegs? Ich habe meine Tasche verloren. Fragen wir mal, wohin warst du eigentlich unterwegs? Europa. Natürlich. Aber was wolltest du dort? Was wolltest du denn dort? Ich verfasse Berichte für Tageszeitungen zu Hause in New York. Und ich sollte über Spanien schreiben, weil deren Kolonien in der neuen Welt... Na schon gut. Interessiert mich eigentlich alles nicht. Du hast noch nicht gesagt, was du in Europa willst. Was wohl? Ich suche das Glück? Wie meinst du das? Reden wir nicht mehr über mich, okay? Schon gut. Aha, also sind wir eine kleine Reporterin. Aha. Gut, was fragen wir denn jetzt? Unsere Tasche, da ist doch bestimmt etwas Wichtiges drin. Ich habe meine Tasche verloren. Was? Meine Tasche, da sind Dinge drin, die sehr wichtig für mich sind. Ja, sag ich doch. Als ich ins Wasser gesprungen bin, hatte ich sie noch um meine Schulter. Dann solltest du das nächste Mal vielleicht besser auf deinen Kram aufpassen. Du hast nicht gesehen, ob sie vielleicht... Nein, mir ist nichts aufgefallen. Der Typ kommt mir echt komisch vor. Ich kann mich nicht erinnern, dich während der Überfahrt gesehen zu haben. Warum ist unser Schiff so schnell gesunken? Was ist das hier für ein Schiff? Was ist das hier für ein Schiff? Du verstehst wohl nicht viel von Schiffen. Also, das ist eine Brigantine. Zweimastiges Transportschiff. Schon ein paar Jahre alt. Aber irgendwas ist komisch an diesem Schiff. Wie meinst du das? Das habe ich auch bemerkt. Ich bin mir nicht sicher. Es sieht aus, als wäre es aus ganz unterschiedlichen Teilen zusammengezimmert. Sieh dich doch mal um. Es ist irgendwie schräg. Du scheinst dich ja gut mit Schiffen auszukennen. Ein wenig. Ich dachte, unser Schiff hätte wegen des Unwetters weit ab der Handelsrouten verkehrt. Wie können wir hier auf ein Transportschiff stoßen? Vielleicht haben sie einfach nur die Orientierung verloren. Wenn es beim Kapitän in der Kabine schon so aussieht, will ich gar nicht wissen, welche Unordnung in den Mannschaftskabinen herrscht. Nicht so voreilig. Vielleicht hält der Kapitän das für den besten Weg, seine Reichtümer zu verstecken. Reichtümer? Wovon redest du da? Ich will mich hier nur etwas umsehen. Na gut, dann reden wir jetzt später darüber. Reden wir später weiter. Und ich bin echt gespannt auf die Steuerung. Verschlossen. Aha. Okay. Ach, wir dürfen schon gehen. Alles klar, aber bevor wir jetzt richtig loslegen hier, wollte ich mal gucken, wie speichert man denn hier? Denn ich möchte... Spiel speichern. Tun wir doch jetzt einfach mal. Und speichern hier. Sehr gut. Ich gehe jetzt erstmal gucken, ob die Aufnahme geklappt hat. Und wir sehen uns... Uiuiui, also mir gefällt die Animation, ja. Und wir sehen uns gleich wieder, ja? Bis gleich. So, Freunde, und da bin ich auch schon wieder zurück mit Black Sails. Und ich habe bemerkt, dass man den Mauszeiger gar nicht gesehen hat, oder? Man müsste ihn jetzt eigentlich sehen. Ne? Seht ihr den? Er ist hier oben links. Ja, jetzt ist er oben rechts. Ha. So, dann quatsche ich mal nicht lange, sondern fange direkt mit den Untersuchungen an. Ich weiß gar nicht, wie das Ganze hier abläuft. Wenn ich auf die Leertaste drücke, dann habe ich hier Hilfe. Ja, diese Dinger zeigen mir jetzt an, was ich hier alles benutzen kann, was ich untersuchen kann. Und was ich ansprechen kann. Ich kann den Lex ansprechen? Ich dachte, ich kann ihn benutzen für ein paar Dinge hier. Nee. Dann suchen wir jetzt mal nach... Was ist das? Eine Tasche. Ist das unsere Tasche? In der Tasche sind von der Feuchtigkeit zerfressene Dokumente. Ah, dann sind die wohl nicht mehr brauchbar. Gut, dann... Das sieht doch schon alles suspekt aus hier. Portweinflasche. Auch leer. Da hat jemand den Alkohol immer in Reichweite. Ja, das haben so Kapitäne an sich, dass sie sich zusaufen während der Fahrt.
Schublade. Die Schublade ist verschlossen. Okay. Die Schublade ist verschlossen. Okay, okay, okay. Passagierliste, aha. Passagierliste. Captain Charles Marquez. Seemann César. Ingenieur Volkert Lorenzen. Steward und Koch Boy W. Head. Passagiere Dr. Eduardo Juarez. Plus eins. Plus eins? Was hat das denn zu bedeuten? Okay. Ich kann mir noch nichts darunter vorstellen, aber ich glaube, dass wir das bald erfahren werden. Ein Korkenzieher. Aha, das können wir anscheinend nehmen, wenn hier... Bleibst du wohl stehen? Ja. Sie hat keinen Docht und keinen Brennstoff. Ach so, die Petroleumlampe. Gut. Dann nimmst du jetzt mal den Korkenzieher. Irgendetwas sollte ich damit öffnen können. Alle Gegenstände im Inventar können durch Ziehen auf die Lupe näher untersucht werden. Manche Gegenstände geben so weitere Geheimnisse preis. Aha. Also kann ich die hier hinschieben. Hallo? Ach so, okay, das geht anscheinend nicht, denn das ist so ein... Nee, doch, jetzt geht's. Ein einfacher Korkenzieher. Ah ja, ah ja, ah ja. Die Schublade ist verschlossen. Die Schublade ist verschlossen. Kannst du dich vielleicht mit dem Korkenzieher durchbohren? Das wäre natürlich eine Sache. Wozu? Die hat doch einen Griff. Ach so. Ja, dann... Und schon hat die Schublade einen Griff. Jetzt sollte ich sie öffnen können. Sieh an, wir haben unser erstes Rätsel gelöst. Per Können natürlich. Nein, ich habe nicht zufällig drauf geklickt. Was haben wir jetzt hier geöffnet? Was soll denn das jetzt werden? Warst du nicht diejenige, die einen Aufstand gemacht hat, weil ich was eingesteckt habe? Ich suche nach einem Weg, diese Tür zu öffnen. Du willst was stehlen. Kann man das vielleicht vergleichen? Vergleich doch, was du willst. Ich mag den Kerl nicht. Und du? Nein. Gut, dann kümmern wir uns nicht um den, sondern um uns selber. Hier, Zettel. Nimm den Zettel. Den Zettel nehme ich mit. Aha, Gegenstände im Inventar können sowohl mit Objekten in der Welt als auch mit Gegenständen im Inventar selbst kombiniert werden. Schublade. Okay, also wir können auch Sachen hier kombinieren. Ist klar, gehört dazu zu einem Point-and-Click-Adventure. Aber hier, dieses gerahmte Bild, das sieht auffällig aus. Auf dem Bild ist eine schöne Frau zu sehen. Sie sieht einsam aus. Oh, kannst du sie nicht näher betrachten? Na gut, also hier ist ein Tintenfass, das kann man auch nur untersuchen. Die Tinte ist getrocknet und die Feder sehr brüchig. Und ein Schreibtisch, eine Schreibtischglocke. Damit ruft der Kapitän wohl seine Mannschaft zu sich. Okay, dann hau mal drauf. Nee, wahrscheinlich brauchst du erst einen Gegenstand. Das da bewegt sich so. Okay. Dann suchen wir mal nach anderen Sachen. Und zwar eine Schnapsflasche. Die ist offen und leer. Ein Gute-Nacht-Trunk für den Kapitän? Ja, wahrscheinlich, aber da sehe ich doch noch einen Zettel, einen Notizzettel. Erst raubt mir dieser Doktor den letzten Nerv wegen seines Tagebuchs und nun ist auch noch meine Taschenuhr verschwunden. Wenn ich es nicht besser wissen würde, dann würde ich sagen, Volkert hat sie sich unter den Nagel gerissen. Ja, der gute Volkert. Okay. Eine Wäscheleine. Die Wäscheleine führt hinter die Wand und ist mit einem Balken verknotet. Ah, okay, okay. Sieht auch auffällig aus irgendwie. Ich drücke jetzt mal das hier und... Ein Astloch. Aha. Die dünne Holzwand wird auf der anderen Seite von irgendetwas blockiert. Okay. Ja, wahrscheinlich hängt das mit diesem Seil zusammen irgendwie alles. Aber hier, diesen Zettel haben wir noch gar nicht untersucht, fällt mir gerade ein. Das ist ein Zeitungsartikel. Es sind mehrere Zahlen darauf geschrieben worden. Ah, ja. Okay. Sieht aus wie eine Addition. Okay. Zahlen mag ich nicht. Gut. Die Rätsel sollen hier auch nicht so schwer sein, weswegen ich mir das Spiel auch ausgesucht habe. Uiuiui, hier haben wir mal ordentlich was zu durchsuchen. Dann schauen wir mal. Der Kapitän scheint ein Faible für Segelschiffe zu haben. Hier ist wieder dieses Bild der einsamen Frau. Das Porträt einer schönen Frau. Ach, hier ist sie schön und da einsam, oder wie? Oder sind das nicht die gleichen? Ist das vielleicht der Kapitän? Es könnte sein. Ein Bild von einem großen Schiff mit weißen Segeln.
Das Bild hängt ziemlich schief an der Wand. Ich sollte mir das mal genauer ansehen. Aha, aha. Okay. Mal sehen, was es mit dem Bild auf sich hat. Schiefes Bild. Okay, dann untersuch das mal. Oh, hinter dem Bild ist ein kleiner Schlüssel versteckt. Ach, sieh an. Und mit dem kann ich wahrscheinlich diese Schränke hier öffnen, oder? Machen wir jetzt einfach mal ganz schnell. So, und Moment, da ist doch noch etwas drin, oder? Ach nee, das ist... Ah, okay, vom Korkenzieher. Okay. Sorry. So, dann öffne mal hier die Schublade. Ich habe die Schublade aufgeschlossen. Ach, schau mal. Und die andere auch noch? Ich habe die Schublade aufgeschlossen. Sehr nice. Okay, dann öffnen wir sie mal. Bücher. Ja. Das sind eine Menge Bücher. Die scheinen auf dem Bücherregal keinen Platz mehr gefunden zu haben. Aha, okay. Und was ist hier drin? Ein weiterer Zettel. Den Zettel nehme ich mit. Okay, wow, was ist das denn? Untersuchen. Das ist ein Foto eines kleinen Mädchens. Die Brandlöcher haben es jedoch unkenntlich gemacht. Ah ja, und da steht auch eine Zahl drauf. 275. Okay, das sieht verdammt gruselig aus. Und verdammt krank. Gut, dann können wir das vielleicht kombinieren. Wenn ich die Blätter übereinander lege, zeigen sie einen Code. Ach so, aha. Und welchen Code? Das ergibt für mich keinen Sinn. Vielleicht fehlt ja noch etwas. Alles klar. Irgendetwas fehlt. Gut, aber anscheinend kann man mit den Brandlöchern... Das ergibt für mich keinen Sinn. Vielleicht fehlt ja noch etwas. Ein paar Zahlen haben wir schon. 8, 7, 6. Ja doch, das ist... Ja, ich glaube, ich habe da eine Idee. Aber jetzt brauchen wir erstmal einen weiteren Zettel. Und wo finden wir den? Da unten. Bei der nassen Zeitung. Die Zeitungen sind schon ziemlich alt. Eine der wenigen noch lesbaren Überschriften berichtet von verschleppten und ermordeten Kindern in Lajes do Pico. In Lajes do Pico? Wo ist das denn? In Spanien oder was? Wahrscheinlich schon, denn die waren ja auch dorthin unterwegs, oder? Konservendosen. Die sind in keinem besonders guten Zustand mehr. Aha. Gut, dann... Ich brauche jetzt einen weiteren Zettel. Hier sind doch Zettel. Also ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich mit diesen Dingern hier arbeite. So, hat der Typ vielleicht irgendetwas zu sagen? Vielleicht sollten wir einfach abwarten, bis jemand die Tür von der anderen Seite öffnet. Ja, irgendein Geist oder so. Warum ist unser Schiff so schnell gesunken? Ich habe so meine Ideen. Aber die behalte ich lieber erstmal für mich. Mich würde wirklich interessieren, was da passiert ist. Wir sollten lieber nach vorne schauen. Ich komme schon allein zurecht. Ja, das ist offensichtlich. Okay, ein Macho. Na, super. Was? Zettel. Den Zettel nehme ich mit. Verdammt, ich wollte nachgucken, ob das angezeigt wird. Also so nehmbare Gegenstände. Verdammt, okay, jetzt habe ich den Zettel mitgenommen und der hat auch Brandlöcher. Kombinieren wir einfach mal. Jetzt sind nur noch 3 Zahlen übrig. Okay, 3 Zahlen sind übrig. Heißt das, da fehlt noch was? So erscheinen 3 Zahlen in den Löchern. Und zwar 8, 6 und 3. Aha. Okay, 8, 6 und 3. Und was sagt uns das? Vielleicht hat die Tür ein Zahlencodeschloss. Zahlencodeschloss. Gibt es sowas? Die Tür ist verschlossen. Türschloss. Nee, scheint ein normales Schloss zu sein. Bei den Kisten. Die sind fest vernagelt. Der Aufdruck ist kaum zu entziffern. Okay. Dann. Ach, was sehe ich denn da? Was erblicken meine Augen denn da? Ein Zahlenschloss. Also, es geht ziemlich flott voran. Für meine Verhältnisse, will ich mal sagen. So, was war nochmal der Code? 8, 6, verdammt. So erscheinen 3 Zahlen in den Löchern. 8, 6, 3, alles klar. Dann tippen wir mal auf die 8. Auf die 8. So, und die, 6. Ja, erinnert jetzt wieder leicht an Saw. Aber immerhin müssen wir hier... Sehr gut, die Kombination hat gestimmt. Ah, super. Mal sehen, was die Truhe zu bieten hat.
Was? Wie hast du das Schloss aufbekommen? Der Kapitän scheint eine Vorliebe für Knobeleien zu haben. Die Kombination war auf Notizblättern verteilt. Mit einer Brechstange wäre das sicher schneller gegangen. Du würdest mit einer Brechstange wahrscheinlich das ganze Zimmer auseinandernehmen. Hey, sei nicht so vorlaut. Ach, egal. Ich hoffe mal, du rufst mich, wenn du was Wertvolles findest. Das kannst du aber schön vergessen. Wir machen das alles im Alleingang, oder? Machen wir das? Ja, oder? Genau. So, jetzt erstmal alles untersuchen. Mein Stern, dieses Jahr wird es gelingen. Ich fühle es mit jeder Ader. Die Geschäfte laufen gut. Noch sind es sicher 12 Überfahrten, die ich zu erledigen habe. Vielleicht 15. Es sei denn, ich finde noch ein paar gute Zusatzverdienste, wie zuletzt. Wenn ich das nächste Mal an eure Pforte klopfe, wird dein Vater keinen Grund mehr haben, mich abzuweisen. Hab Geduld, Charles. Alles klar, ich will auch an dieser Stelle mal sagen, zum Glück wird das vorgelesen, denn wenn ich mir das selber vorlesen müsste, durchlesen, würden wir hier locker 3 Paar sitzen. Das wäre natürlich nicht so schön. Nimmst du den gar nicht mit? Hä? Ist der zu schwer? Okay, dann nehmen wir jetzt mal das Rasiermesser. Hoffentlich schneide ich mich damit nicht. Oh. Keine Sorge, ich passe schon auf. Ein seltsames Amulett. Ach, ein Amulett? Das ist auch ein Schlüssel. Moment, das ist ein Schlüssel. Hey, komm, nimm ihn jetzt. Das Amulett sieht fast wie ein Schlüssel aus. Ja, sehr fast. Das sieht voll wie ein Schlüssel aus. So, jetzt halt mal aber was ein. Hier mit dem Rasiermesser könnten wir doch jetzt das Seil durchschneiden. Wäscheleine. Ich möchte das Seil nicht kaputt machen. Es würde reichen, den Knoten zu öffnen. Aha, den Knoten öffnen. Okay, wo ist denn der Knoten? Wo ist der Knoten? Da ist der Knoten. Gut, dann, Ach, die schafft's auch einfach so. Das Seil führt hinter die Wand. Okay, dann, Öffne mal den Knoten. Ich kann den Knoten nicht mit bloßen Händen lösen. Was? Du kannst den 7-fachen, Affenseemannsknoten nicht öffnen? Mann. Gut, dann mach's hier mit Gewalt. Wäscheleine. Hier den Knoten aber. Das würde gehen, aber vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Lieber doch nicht verwenden, lieber doch nicht. Doch, ich will's verwenden, komm. Dann probiere ich das mal aus. Sogar mit Entscheidung treffen. Also. Oh. Was haben wir jetzt gemacht? Okay, das Seil ist verschwunden. War das vielleicht doch ein Fehler? Ich weiß es nicht, aber das erfahren wir erst im nächsten Part wieder. Ich bin gespannt, was ihr von diesem Spiel haltet. Wie gesagt, seid nicht, wie soll ich sagen? Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr erschrocken. Es ist eigentlich ein tolles Spiel. Es ist mal was anderes. Nicht immer pures Gemetzel. Ist auch eine tolle Chance, mein Gehirn mal wieder ein bisschen, in feste Form zu bringen und nicht mehr durch stumpfes Geballere aller 4 vollkommen too much zu machen. So, und jetzt will ich einfach nur Tschüss sagen. Bis zum nächsten Mal, euer Holly.